Das ist wie, als wäre es gestern gewesen. Es ist sofort bei mir alles wieder da. Anderson, Tor! Einfach voll drauf. Der FC Bayern ist Meister! Weiter, immer weiter. Das ist Fußball. Unglaublich. Ein unglaubliches Drama. Krieg ich sogar Gänsehaut jetzt. Einfach geil. Die Bayern! In meiner Karriere kann ich mich jetzt nicht an ein größeres Glücksgefühl erinnern. Die Bayern! Dieses Jahr ist auch was Besonderes, ist 20 Jahre nach. Ein windiger Frühlingstag, 15 Grad etwa, und da schreiten sie also heran zum ultimativen, zum endgültigen Finale. Ja, wir waren, glaube ich, erfahren genug, um zu wissen, wie schwer das nochmal in Hamburg wird, weil die Hamburger, das haben wir schon mitbekommen, die wollten uns natürlich den Titel streitig machen. Und es wäre natürlich ein Riesenfest gewesen für die Schalker, da an dem letzten Spieltag Meister zu werden, mit der Hilfe vom HSV. Und wir wussten, dass das kein Zuckerschlecken werden würde. Die Bayern stehen mit dem Rücken in den Seilen, wie ein angenockter Boxer. Und da ist es passiert! Sergej Baba ist im Moment die Schalke deutscher Meister. Das ist der Preis für diese Art Fußball. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Diese Bundesliga-Saison ist der blanke Irrsinn. Ich bin dann zu Schiedsrichter Markus Mehr gegangen und habe ihn gefragt, hey, wie lange geht's denn noch? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, es geht noch 4 Minuten, das ist eine Menge Zeit, 4 Minuten. Und das haben wir ja 2 Jahre vorher, 1999, ja zu spüren bekommen. Oder man kann es auch anders sagen, wir haben ja 99 gezeigt bekommen, was man alles in ein paar Minuten möglich machen kann. Und ich habe dann Stefan Effenberg angeschaut und habe dann gesagt, komm, wir haben noch 4 Minuten Zeit, wir werfen alles nochmal nach vorne. Was wir dann ja auch getan haben. Das Spiel ist aus und der FC Schalke 04 ist deutscher Meister. Ist das so? Das Spiel in Hamburg ist noch nicht zu Ende. Zu früh. Bayern spielt noch. Bayern spielt noch. Wir sind 1,5 Minuten über der Zeit. Wir sehen hier auf der Anzeigetafel Oliver Kahn. Mein lieber Schwan. Was für eine irrsinnige Saison. Schober. Ein Freistoß. Ich bin kein Prophet und ich sage trotzdem, das wird die letzte Szene in dieser Saison sein. Wir haben einen indirekten Freistoß bekommen und es war direkt klar, Effe hat entschieden. Patrick nimmt das. Also zunächst mal bin ich jetzt vorgelaufen, weil ich es hinten ja nicht mehr ausgehalten habe und ich schon wusste, das wird jetzt die letzte Aktion dieses Spiels sein. Und habe dann Stefan Effenberg noch, oder habe dann gesagt, komm, lass mich schießen. Und Stefan hat ein bisschen verdutzt geschaut und hat gesagt, du bist verrückt, geh weg, mach, was du kannst. Wir lassen Patrick Andersson schießen. Und ich dachte, ja, warum Patrick Andersson? Der hat den härtesten Schuss. Erster Gedanken war, es ist viel Verkehr vor dem Ball, viele Leute und es war gewusst. Der Ball darf nicht so viel rollen. Kurz anticken und dann schnell zum Ball und dann einfach voll drauf, flach halten und hoffen, dass die Lücke da ist. Der Ball ist so etwa 10, 19 Meter. Ja, 10 Meter entfernt. Effenberg und Andersson. Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich habe mich voll auf den Ball konzentriert. Ich wollte den Ball gut treffen und die haben einfach die Mauer nach innen gedrückt. Aber mein Ziel war flach halten. Der Ball ist direkt reingegangen. Ja, da stehe ich, da sieht man es. Im 16 Meter Raum habe ich das mitbekommen und dort, wo der Ball eingeschlagen ist, ich meine, wir wissen alle, da kann er eigentlich gar nicht reingehen. Aber es ist einfach, ja, es gibt diese Momente des Zufalls, die einfach zum Sport dazugehören. Natürlich immer auch ein bisschen Glück. Ich bin dann Owen Hargreaves locker weggelaufen. Da. Es ist unglaublich, wenn man sieht, die Leute vom Bank, im Anzüge, alles, die laufen voll rein. Unglaublich. Ich fasse es
nicht. Ottmar Hitzfeld jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Unfassbar. In meiner Karriere kann ich mich jetzt nicht an ein größeres Glücksgefühl, außer vielleicht dann später im Champions-League-Finale, an ein größeres Glücksgefühl erinnern, als in diesem Moment, wie dieser Ball durch diese vielen Beine der Hamburg-Spieler da ins Tor gegangen ist. Also das war, ich schaue mir eigentlich nicht viele Sachen an von früher, aber das, da muss ich ehrlich zugeben, ab und zu, wenn ich mal die Zeit und die Möglichkeit und auch die Ruhe habe, das schaue ich mir immer wieder sehr, 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 sehr gerne an. Die Oper des Fußballs. Was ist das für eine unglaubliche Atmosphäre, für eine unglaubliche Bühne für dieses Finale? Die Choreografie war schon unglaublich und auch unvergesslich für mich. Es ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Ich habe direkt an die Wand geguckt. Heute ist ein guter Tag, Geschichte zu schreiben. Und die Fans haben lange gewartet. 25 Jahre sind vergangen gewesen bis zu diesem Moment. Wir sind dem Titel ja hinterher gehechelt. Wir wussten damals noch, für diese Generation ist das jetzt die letzte Chance, diesen Titel zu gewinnen. Dementsprechend, ja, war natürlich auch die Anspannung groß. Karu an der Grundlinie, da kommt der Ball zu Ende, der Meterpunkt, Mendieta ist zunächst geblockt und die Bayern mit aller Macht versuchen sie das Leder zu klären und es gibt den Elfmeter, Elfmeter für Valencia, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das? Es war ein Witz, wir versuchen eigentlich zu schießen, ich blocke den Schuss und bleibt am Boden liegen. Ich versuche nur, mich selbst zu schützen. Und der Ball bleibt einfach hängen und trifft meinen Arm. Ich habe meinen Arm am Körper und der Schere pfeift 11 Meter. Unglaublich. Wenn jeder läuft an, der Schuss Oliver Kahn wäre dran gewesen. Noch Tor! Tor für den CF Valencia. Was ist das hier für ein Auftakt? So ein Anfang gegen so eine taktische, gut geschulte Mannschaft wie Valencia, das macht es nicht einfacher. Unmittelbar danach habe ich gedacht, okay, das wird schon wieder ein schwieriger Abend. Und es wird ein schwieriger Tag, es wird uns nichts geschenkt werden. Gott sei Dank ist dieser Elfmeter relativ früh im Spiel gefallen. Das heißt, wir haben ja noch viel, viel Zeit, jetzt das wieder irgendwie ausgleichen zu können. Aber es war mir klar von der ersten Minute an, ab diesem Elfmeter, es wird wieder ein harter Kampf werden. Wir haben das Spiel kontrolliert, aber ich glaube, das ist auch vielleicht eine Mischung. Die sind sich vielleicht absichtlich ein bisschen zurückgezogen. Die haben auf ihre Stärken gespielt, auf Konter. Wir haben versucht, was rauszuspielen. Wir haben 2 Elfmeter bekommen. Da sind die Bayern mit der Möglichkeit. Effenberg geht in Richtung. Freigegeben, kurzer Anlauf, Schuss, gehalten von Canizares. Wir haben ja schon einen verschossen, normal geht da auch dann der zweite Schütze auch ein bisschen verunsichert an diesen Elfmeter. Nur bei Effe hat man nicht den Hauch eines Zweifels gehabt, dass er den jetzt reinmacht. Juan Elber, der Pass, Hand, es gibt Elfmeter, für den FC Bayern. Und jetzt schnappt sich Stefan Effenberg den Ball. Er schaut auf den Schiedsrichter, wartet, bis der Ball freigegeben ist. Schuss, Tor! Tor! 1:1! Tor für den FC Bayern! Effe hat wirklich Verantwortung übernommen, hat das Tor gemacht. Wenn man Effe sieht, ne, mit diesem Gesichtsausdruck, mit diesem absoluten Wille, ja, aber auch mit welcher Coolness, muss man auch sagen, er diesen Elfmeter reinmacht. Dieses 1:1 war dann schon auch eine Erlösung für uns, klar. Es ist alles offen für den FC Bayern. Jungs, bitte holt nach 25 Jahren endlich diesen Pott nach München. Auch das Elfmeterschießen begann ja dann schon alles andere als positiv. Paulo Sergio läuft ganz gut an, schießt, zögert er noch einmal und schießt wieder. Jetzt Mendieta schießt und hat Oliver Kahn verladen und es steht 1:0 für den CF Valencia. Und jetzt schauen wir, was Hasan Salihamidžić macht. Kurzer Anlauf, Schuss, Tor, wir sind wieder da.
Caru. Er läuft an, zwei Schritte. Und damit führt Valencia im Elfmeterschießen mit 2:1. Alexander Zickler läuft an, er schießt und Tor, schön verladen. Und das bringt auch den FC Bayern wieder heran. Und wir schauen, wer kommt auf Seite vom CF Valencia. Safovic. Das war der dritte, es waren ja auch zwei drin, aber ich habe dann doch die Nerven gehalten. Wenn Sie diesen Blick sehen können, es ist dieser hundertprozentige Siegeswille von Oliver Kahn. Der Safovic lässt sich viel, viel Zeit. Schuss, Kahn! Ja! Jawohl! Was ist das für ein Oliver Kahn? Wahnsinn, der Oliver Kahn! Der war nicht ganz so einfach. Spaßeshalber habe ich ja zu Sepp Maier nach dem Spiel gesagt, ich bin ja jetzt nicht der Elfmetertöter. Gott sei Dank haben sie mich dann dreimal angeschossen, aber ganz so war es ja nicht. Und jetzt kommt Patrick Andersson und bitte, bitte Fußballgott, wenn es dich gibt, dann lass doch nicht den, der die Meisterschaft gerettet hat, hier zur tragischen Figur werden. Ich habe geschaut und der Canizares ist jedes Mal nach rechts gegangen. Und dann dachte ich, er geht nochmal nach rechts und hofft, dass irgendwann schießt jemand in dieser Ecke. Ball ist freigegeben, unglaublich langer Anlauf von Andersson, er zimmert drauf und gehalten von Canizares! Ich habe meinen Ball in seine linke Ecke geschoben, aber dann ging er früh da rein. Und ja, war einfach so wenig. Normalerweise schießt ich immer mit Kraft, aber diesmal, ja. Oh, wie bitter! Oh, wie bitter! Gott sei Dank, Olli, för mich, der hat gehalten die Bälle, die schon drin waren eigentlich. Unglaublich. Amadeo Carboni und Kahn lenkt ihn an die Latte und hält! Da krieg ich sogar Gänsehaut jetzt. Kahn lenkt den Ball an die Querlatte! Ein unglaubliches Drama! Ich war eigentlich schon auf dem Weg von mir aus im linken Eck und hab mir aber noch war aber körperlich noch in der Position, dass ich die Option dieser Bewegung noch hatte, dass ich diese Bewegung mit der einen Hand noch machen kann. Das sind Automatismen, die über Jahre, Jahrzehnte ja im Kopf bei mir eingeprägt sind durch das ständige Torwartsein. Das sind Dinge, die kann man nicht erklären, warum das jetzt genau in dem Moment passiert ist. Da muss man sich einfach, ja, da verlässt man sich auf das, was ich mein ganzes Leben getan habe bis dahin, nämlich im Tor stellen. Und jetzt Stefan Effenberg. Lobsong an und Tor! Ja, Tor! Baracha lässt sich da sehr viel Zeit. Schießt in die linke Ecke. Oliver Kahn wäre dran gewesen. Aber Baracha zu platziert geschossen. Vicente Lizarazu, Welt- und Europameister. Tor! Oh Mann, hat der den reingezimmert! Unglaublich! Kili González, er trat an, er schießt und trifft. Und trifft. Thomas Linke läuft an, schießt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir schauen. Mauricio Pellegrino, der Mann, der so heiß wie das Wasser. Bitte lass ihn an diesem Abend eine Flasche sein. Pellegrino gegen Kahn. Die Bayern! Ja, wir haben das war der einfachste. Da ist es dann einfach nur wichtig, die richtige Ecke gewählt zu haben. Er ist dann nicht so schwer mehr zu halten gewesen. Ich weiß noch, ich habe vor dieser enormen Konzentration, in der ich mich befunden habe, irgendwann war ich mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt der entscheidende Elfmeter gewesen ist, den ich da gehalten habe. Einen ganz kurzen Moment, nachdem ich gehalten habe, schaue ich zur Mitte und dann sehe ich, dass die Spieler, unsere Spieler loslaufen vor Jubel. Und dann habe ich realisiert, oh, das muss jetzt der entscheidende Elfmeter gewesen sein. Ah, das sind schon Momente, die sind für einen Sportler unbeschreiblich. Ja, Gott sei Dank, für uns hat er drei Elfmeter gehalten und ist der wahre Held. In dem Moment ist dann einfach nur noch die ganze Erlösung. Wie ich gesagt habe, 25 Jahre hat der Club auf diesen Titel gewartet. Wir als Mannschaft sind dem Titel hinterher gerannt. Wir wären ja irgendwie unvollkommen gewesen als Mannschaft. Hätten dann ewig dieses 99er Champions League-Finale mit uns rumtragen müssen. Das war dann die pure Erlösung. Aber wirklich für alle, für den Club, für die Spieler, für alle, die daran beteiligt waren. Ja, das ist Fußball.